1888 begann im Badnerland die KAB ihr Wirken und wird schon bald bekannt. In Freiburg, da fing alles an, bald waren es viele tausend Mann, dem Arbeitsvolk zu dienen durch Bildung und Aktion. Das wollten unsere Väter, das wollte man damals schon. Die Partner waren spitze, sie gingen stets voran. So lebte einst im Kinzigtal ein ganz besonderer Mann. Der Mann, er kam aus Hammersbach und rüttelte die Menschen wach. Franz Josef Busch, ein Kämpfer, er stritt im Parlament. Als Anwalt für die Schwachen, wie man ihn heut noch nennt. Er forderte 11 Jahre schon vor Marx Gerechtigkeit und Schutz für die, die schaffen's, war neu zu jener Zeit. Sein Ruf ist leider rasch verhallt, obwohl er heut noch kräftig schallt. Wir wollen ihn drum ehren, denn er wär, wie ich seh, gewiss in unseren Tagen ein Mann der KAB. Es gab ja nicht nur einen Bus in unserem Partnerland, es gab so viele andere, die uns heut unbekannt. Sie prägten alle ihre Zeit und kämpften für mehr Menschlichkeit. Sie holten sich die Kraft dazu in ihrem Ortsverein und setzten sich am Arbeitsplatz für die Kollegen ein. In all den vielen Jahren gab's manche harte Zeit. Am Arbeitsplatz nicht selten auch Hass und oftmals Streit. Die Nazis kamen mit Verbot, das brachte vielen große Not. Doch als der Spuck vorüber, begannen wir aufs Neu. Die KAB muss wachsen, mach mit und sei dabei. In den globalen Zeiten bleibt vieles noch zu tun. Die KAB ist nötig, wir dürfen drum nicht ruhen. Die Jagd nach Mammon und Profit, die machen wir bestimmt nicht mit. Der Mensch mit seiner Würde ist mehr wert als das Geld. Nur so wird dann entstehen eine wirklich bessere Welt.